Und damit hey und willkommen zu diesem neuen Video hier bei Junos. Ein Video, was wir hier in letzter Zeit gar nicht so oft hatten, denn zum einen ist es hier ein Unboxing und zum anderen handelt es sich hierbei mal wieder um ein Smartphone. Ihr habt hier auf dem Kanal in letzter Zeit eigentlich nur nach E-Autos gesehen und es ist auch eher die Seltenheit, dass ich mich für neue Geräte interessiere. Jetzt kam aber OnePlus auf mich zu mit dem OnePlus Nord ZE, der Core Edition, also einer abgespeckten Variante des schon abgespeckten OnePlus Nord. Ich bin sehr, sehr gespannt, was mich hier erwartet. Zum jetzigen Zeitpunkt, wenn ihr das Video seht, wird das Gerät hier gerade veröffentlicht. Und ich bin jetzt über eine Woche vorher und kann mir das Gerät schon einmal anschauen und für euch jetzt eine Woche testen. Und wenige Tage nach diesem Unboxing seht ihr dann schon dieses Gerät hier bei mir im Alltagstesten. Ich erzähle euch, ob es sich lohnt und zum jetzigen Zeitpunkt gibt es auch noch keinen Preis. Sollte der sich ändern, blende ich den hier einmal ein, beziehungsweise sollte ich den erfahren. Ich erwarte aber mal, dass der so bei unter 400 Euro auf jeden Fall liegen müsste, denn er muss ja unter dem normalen OnePlus Nord sein. Ich bin gespannt, ob der Preis sich noch ergibt oder ob ihr dann den eher erfahrt als ich. Wir packen den jetzt hier gemeinsam aus, denn ihr wollt ja immer sehen, was ist so in der Verpackung, ist das hier nur ein Pressekit oder bekommt ihr wirklich so eine riesige Box zu euch nach Hause. Das alles jetzt hier in diesem Video, aber wir starten doch einfach mal mit ein paar Nice Shots schon mal von dem Gerät, obwohl ich es noch gar nicht ausgepackt habe. Nachdem ihr das Gerät jetzt hier schon einmal sehen konntet, würde ich sagen, packen wir das Ganze mal aus. Ich zeige euch das hier oben einmal in der Kamera. Wir haben hier so eine Schlaufe oder so eine Banderole, die wir abmachen können, müssen, dürfen, wie auch immer. So, dann ist das Ganze offen und ich denke, dass man es dann nach oben abziehen muss. Schauen wir mal hier rein. Einmal hier oben anheben und ja, wow, okay. Es ist also ein Pressekit. Wir haben hier viele verschiedene Sachen mit dabei. Ihr seht das schon hier vorne, wir haben hier verschiedene Hüllen. Gucken wir uns die doch erst einmal an. Wir haben jetzt hier, wow, das sieht cool aus. Das sieht aus wie die von Woodcessories, die wir kennen. Diese, ja, aus organischen Stoffen. Ich gucke mal, ob da irgendwas hinten drauf steht, weil die machen ja aus Getreideabfällen, machen die ja solche Produkte. Ne, steht nichts drauf. Aber es hat so eine ganz wilde Struktur. Ich zeige euch das mal hier rein, ob ihr das gut sehen könnt. Das ist wirklich verrückt. Das ist so, als würde man irgendwelche Reste drin sehen. Und das Ganze ist hier wirklich bei allen Hüllen dabei. Und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, ihr seht jetzt hier die verschiedenen Farben. Ich ziehe die mal hier rein. Also es gibt es in so einem, ja, in einem Blauton, in Schwarz, in so einer relativ natürlichen Farbe und in Lila. Vielleicht ist das schon ein Hinweis aufs Gerät. Ich weiß gar nicht, was das hier für eine Variante überhaupt ist, die ich geschickt bekommen habe. Ich weiß nur, dass es das Gerät in drei verschiedenen Varianten gibt. So viel weiß ich schon mal. Und ich gucke hier nochmal drauf. Noch absorbent. Also es ist auf jeden Fall haltbar und wie auch immer. Bumper Case Cream. Ne, da steht jetzt nichts drauf. Bin ich gespannt, ob OnePlus da noch was erzählt dann bei der Veröffentlichung. Vielleicht wisst ihr zum jetzigen Zeitpunkt schon mehr als ich. Und dann haben wir hier drin, so sollte es sein, das Nord, das OnePlus Nord in so einem coolen Schriftzug. Ich zeige es euch mal hier oben. Das sieht natürlich immer schick aus, wenn das dann nochmal so hervorgehoben ist. Und das war's. Hier im Pressekit. So, einmal schon mal, du musst hin, hier rüber, einmal rausgeworfen. Und dann haben wir hier das Gerät. Und das ist schon kein kleines Gerät, ne? Also wenn man das hier jetzt so sieht, in der Größe, bin ich gespannt, was uns da jetzt hier erwartet. Die Hüllen lasse ich mal hier vorne liegen. Und dann machen wir das Gerät doch einfach mal zusammen auf. Ich meine, ihr habt es ja schon gesehen. Ihr seid da einen Schritt weiter als ich. Ich dachte, es ist vielleicht ganz cool für euch, auch schon mal zu erkennen, was in dem Gerät so drin steckt, während ich dann hier das nochmal für euch auspacke und euch zeige, wie eben dann auch bei euch zu Hause das Unboxing-Erlebnis ist. Und dazu heben wir die Packung einmal an. So. Und dann haben wir auch direkt schon hier oben drauf das Gerät. So ein kleiner Hinweis, dass eben der Fingerabdrucksensor wieder auf der Front ist. Das kennen wir auch schon vom normalen OnePlus Nord. Und ich habe eine blaue Variante. Ha, sehr, sehr cool. Wir legen das Gerät trotzdem erst einmal noch zur Seite und schauen, was euch sonst noch erwartet. Denn die Verpackung ist ziemlich groß. Wir haben ja sonst eigentlich dieses Jahr nirgends ein Netzteil. Wir haben nirgends irgendwelche Produkte oder sowas drin. Und hey, ihr habt hier sogar schon eine Hülle dabei. Und die sieht mega cool aus. Schaut mal. Wir hatten ja beim letzten Nord, war ja so eine Hülle dabei, wo einfach ganz groß Nord hinten drauf stand. Da ist das hier schon nochmal cooler. So, da drin waren dann die ganzen Utensilien. Hier einmal das ganze Schriftzeug. Wir müssen natürlich gucken, nicht, dass wir hier irgendwas vergessen. Okay, eine große Pappkarte, wo nochmal Nord draufsteht. Und dann Quickstart Guide und so weiter. Keine Nord-Sticker oder ähnliches. Packen wir das mal zur Seite, auch das Ganze. So, die Hülle haben wir auch schon geklärt, die legen wir mal hier rüber. Und dann haben wir hier
ein normales USB-Typ A auf USB-Typ C Kabel und einen Netzstecker. Und ich weiß schon, dass der Warp Charge 30T unterstützt. Das heißt, mit 30 Watt könnte ich hier mit diesem großen Netzteil laden und OnePlus typisch in Rot. Das haben wir letztes Jahr schon alle bemängelt. Es wäre natürlich cool, in diesem Nordblau dann einfach auch das Kabel zu haben. Schade, dass OnePlus das nicht macht. Aber hey, es liegt schon der große Stecker da. Und das natürlich bei einem Gerät, was ja jetzt eben günstiger sein soll. Und dann machen wir hier einmal die Verpackung auf. Ich mache es jetzt einfach mal für euch, dass ihr das auch realistisch seht. Einmal hier die Lasche rumziehen. So. Und dann war's das. Das ist dann das Gerät. Ich halte euch das mal hier rein. So, wo haben wir das? Hier ungefähr. Dann könnt ihr das ganz gut erkennen, denke ich. Es hat so verschiedene Blautöne und ist matt. Das gefällt mir natürlich sehr. Erinnert so ein bisschen an die alten OnePlus Nord-Geräte, die wir ja auch schon kennen. Aber es ist ein sehr, sehr schöner Farbton und ein cooles Gerät. Und auch so, wir kennen das ja von hinten. Wir haben dieses Hochkant-Kamera-Design. Allerdings, doch, es sind drei richtige Kameras. Und hier drauf steht schon 64 Megapixel Triple Cam. Und da bin ich gespannt, was mich da erwartet. Dann auch gerade, was die Bilder angeht und so weiter. Und um euch zu zeigen, was jetzt hier eben das Display so bieten kann, würde ich sagen, schalten wir es nochmal ein, es fährt auch hoch. Hier drauf steht jetzt Android. Ich gucke mal, ob hier noch irgendwo auf der Verpackung, wo habe ich es hin, noch irgendwelche Infos für euch stehen. Da steht jetzt nur, dass es eben die 12 GB Variante, also 12 GB RAM selbstverständlich, mit 256 GB internem Speicher ist und die Farbe heißt offiziell Blue Void. So, das war's. Mehr steht da jetzt hier hinten nicht mehr drauf. Und es ist jetzt hochgefahren. Nein, es hat noch diese Boot-Animation von OnePlus, die wir ja eben schon kennen. Jetzt fährt es ja einmal hoch und ihr seht, es ist ein richtig schönes, großes Display. Also ich denke schon, dass das Gerät hier ziemlich attraktiv sein könnte für den vorhin eingeblendeten, hoffentlich eingeblendeten Preis. Und vor allem auch da vielleicht so ein Stück weit Konkurrenz machen könnte der ganzen A-Serie, die wir ja von Samsung kennen. Ich werde das jetzt hier mal einrichten, werde da für mich ein bisschen rumspielen, werde da schauen, was es so zu bieten hat, wie auch vor allem die Kameras sind, wie es vielleicht auch dann im normalen, ja im Vergleich auch zum normalen OnePlus Nord ist. Wenn ihr Fragen habt, die ich vielleicht noch mit reinpacken soll, dann schreibt die mal unten in die Kommentare und dann kümmere ich mich darum und schaue mir dieses kleine Schmuckstück mal an. Es ist ja viele von euch fragen ja immer, wie es ist, so in diesem Preisbereich von bis zu 400 Euro ein Smartphone zu kaufen. Jetzt haben wir hier mal wieder eins auf dem Tisch liegen. Ich teste das für euch jetzt ausführlich über eine Woche, sodass ich euch dann erzählen kann, was ich davon halte. Und dann werden wir sehen, was der Alltagstest so hergibt. Wir haben auf jeden Fall, das kann ich euch schon mal noch zeigen, einen USB-C-Anschluss auf der Unterseite. Wir haben hier einen 3,5 mm Klinkenanschluss. Das ist ja wirklich wichtig in dem Preisbereich. Und ein echt cooles Design. Bin echt ein Stück weit begeistert. Auch die Tasten liegen gut in der Hand. Also wir haben hier die laute, leise Taste relativ mittig angebracht. Das finde ich echt gut. Und auch der Sperrknopf auf der anderen Seite ist sehr, sehr mittig. Das ist echt cool, weil sonst, gerade bei den Samsung-Geräten, ist es immer sehr weit oben. Das jetzt hier zu haben, meinst du das Chin unten, das ist ein bisschen groß, auch wenn ich das hier nochmal reinhalte. Aber das ist natürlich jetzt nur das Unboxing, mehr darf ich noch nicht machen. Ja, dann war es das von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen, diese lockere Art und Weise hier, auch mit der Variante, dass ihr eben davor schon mal ein paar Nice-Shots hattet, die ich jetzt noch aufnehmen muss. Und einfach so einen Eindruck von dem Gerät zu bekommen. Ich finde es immer ganz interessant, euch das hier in so einer Art und Weise rüberbringen zu können. Hoffe, das hat euch gefallen. Lasst gerne ein Abo da, wenn ihr dann eben den Alltagstest zu dem Gerät nicht verpassen wollt. Und wenn ihr zukünftig hier alles rund um die Welt der Technik nicht verpassen wollt. Denn ihr habt schon gesehen, hier auf dem Kanal findet zurzeit extrem viel im Bereich E-Mobilität statt. Ich habe kaum noch Zeit für Smartphones, aber wenn dann doch das ein oder andere mal jetzt reinschneidet, dann schaue ich mir die an. Schreibt auch gerne mal unten rein, was ihr davon haltet, wenn ich immer mal Smartphones zeige. Wollt ihr nur noch E-Autos sehen oder ist es noch für euch interessant, gerade hier auf dem Kanal, gerade mit meiner Meinung? Das würde ich gerne von euch mal wissen. Packt es unten rein, vor allem an die treuen Zuschauer, die jetzt bis jetzt hier lang noch dranbleiben. Und wenn ihr dran geblieben seid, weil ihr es gut fandet und noch nicht Abonnent des Kanals seid, dann lasst da unten ein Abo da und dann sehen wir uns schon bei einem der nächsten Videos wieder, wenn ihr auf Abonnieren geklickt habt. Bis dahin, ciao.